Hey ho, meine Lieben. Was soll ich sagen, ist schon wieder kurz nach zwei, aber egal. Noch geht's Licht, aber nicht mehr lange, weil ich jetzt da drin das Elektrochaos beseitigen will. Und so nennen wir auch das Video. Elektrochaos. Ja, mein Plan ist heute die Kiste raus, den neuen Wandler mit hin, und da hinten steht ja das Brett, das soll rein, damit da die neuen Geräte, ich nenne es mal Geräte, drauf können, die heute aber noch nicht drauf kommen. Ja, das ist so der Plan für heute. Wie weit ich komme, ich weiß es nicht. Im Zweifelsfalle, die Steckdose hier hat Verbindung nach draußen mit dem Kabel an der Rückseite, kann ich zur Not Stromi anstecken, dann kann ich mir einen Strahler hier einstecken zur Beleuchtung. Also das ist jetzt kein Thema, Pflicht. Thema ist heute, wie weit komme ich mit der Elektrik? Ich fange jetzt einfach mal an. Erst einmal das ganze Ding abräumen, die Kiste rauszerren und dann reingucken. Und dann hole ich euch auf alle Fälle schon wieder dazu. Ja, hinten habe ich schon den Ofen angefeuert. Die Tür habe ich zugemacht und jetzt hoffe ich, dass es ein bisschen wärmer, ein bisschen angenehmer hier herin wird. Und zwar ganz, ganz schnell. Ja, ja, ein bisschen das habe ich mal hergerichtet, dass ich das dann eventuell auf dem Brett positionieren kann. Den habe ich ja eigentlich auch nicht gedacht. Der Smart Protect für die Batterie, dass ich den darüber laufen lasse. Aber jetzt habe ich gelesen, ich darf an Spannungswandler nicht an Batterieprotect direkt anschließen. Über zusätzliche Steuerleitung müsste der dann angeschlossen werden. Die haben wir, glaube ich, in dem Falle an dem hier leider nicht. Aber hier geht es ja eigentlich nur wegen Tiefentladung von der Batterie. Und der schaltet von selber ab, wenn die Batterie zu tief entladen wird. Ja, hier habe ich eben noch diesen Sicherungskasten. Von dem wird noch, wahrscheinlich noch ein zweiter dazu kommen. Ordentliche Batterieklemmen, zwei Sätze, Anschlussmaterial. Die Kabel waren dabei. Ich denke, das sind auch 16 Quadrat. Muss ich nochmal genau gucken. Aber ich habe mir überlegt, dass ich den Wechselrichter mit dem 25 Quadrat Kabel direkt an Batterie anklemmen. 16 Quadrat soll dann irgendwann einmal hinaufgehen. Hier kommen ja noch die anderen Sicherungen rein. Ja, genau. Aber jetzt geht es erst einmal in diese Kiste. Jetzt muss ich erstmal rausfinden, was das alles für Kabel sind, wo die hingehen, was der ganze Blödfuchs soll mit dem Umschalter. Ey, ich habe keinen Plan, was das soll. Und Stück für Stück abklemmen, was weg kann, kommt gleich weg. Und was wiederverwendet werden muss, wird natürlich wiederverwendet. Hier werde ich mir die Plus-Minus markieren. Und mit dem roten Isolierband, das habe ich auch irgendwo, ja, da drüben liegt. Weil der hat ja hier, naja, alles ein bisschen komisch, aber die kann man direkt so rausziehen. Ja, wird nachher direkt auf die Batterie geklemmt, irgendwann über den Sicherungskasten. So schaut es aus. Aber jetzt einmal eins nach dem anderen. Das sind die drei Kabel. Und eins geht rein. Ja, das muss ich jetzt alles erstmal rausfinden, was da was ist. So Leute, ganz toll, wenn alles hier mit blauen Kabeln ist. Muss ich jetzt natürlich ein Kabel nach dem anderen verfolgen. Die zwei Sicherungen, die hier geht irgendwie wieder runter zu den Schaltern. Hier kann ich die Batterie irgendwie vom Laderegler trennen. Mache ich jetzt dann auch gleich, weil
Laderegler darf ja nicht angeklemmt sein da drauf. Ach, ich verstehe auch nicht alles hier. Und da ist meine neue Sicherungspack, wo ich Plus und Minus anklemme. Und das wird jetzt so ziemlich mit das allererste sein, nachdem ich hier jetzt mal die Batterien abgeklemmt habe. Ja, irgendwie wurschtle ich mich jetzt auch den Mist hier durch. Und bevor ich hier wegs Licht jetzt ganz ausflippe. Ah, schön. Lass ich halt Stromi laufen und habe hier ordentlich Licht. Genau. So, jetzt kann ich weitermachen. Braun und Schwarz erst einmal totgelegt. Und der andere Kabelkrusch, also blau ist dann Masse, grau ist Plus. Ja, und so viel haben wir gar nicht mehr. Also die zwei Kabel waren hier auf diesen Lichtausgang, Lastausgang. Und das konnte man an der Box irgendwie umschalten. Keine Ahnung, für was der Schmarrn gut sein soll. Hier stand es ja auch drauf, Power, Beleuchtung, Solar, Akku. Weg mit dem Mist. Weg mit dem Mist. Wir brauchen bloß die Ladeleitung nach unten daneben. Das sind dann noch die zwei, jawohl. Die sind dann hier, hier und hier. Ist da Batterie und das andere ist Solarpanel. Hängt hier jetzt der Masse lose. Und der Plus wird auch gleich lose hängen. Ne, den Plus klemm ich da und gehe in den anderen unten rein, weil ja die Sicherung für Plus und Minus ist. Ja, und die mache ich jetzt leider rein. Klemm das soweit an. Dann ist schon mal Plus Minus runtergelegt. Vorläufig, weil da kommen ja definitiv von unten dann noch ordentliche Kabel hoch. Weil, ja, das wird wahrscheinlich jetzt jeder bestätigen können, dass mit den dünnen Kabeln wahrscheinlich ein riesen Leistungsverlust ist. Das, was ich ja gelesen habe auch. Ja, aber das wird dieses Jahr nicht mehr umgangen. Vorerst bleiben noch die dünnen Kabel. Jo, mache jetzt soweit. Ich hoffe, man kann mir bei den ganzen Kauderwäsch halbwegs folgen. Also ich mache mir da schon Gedanken, bis ich da halbwegs durchblick. Und es braucht keiner irgendwas dazu schreiben. Oh, um Gottes Willen und was weiß ich. Also so viel Ahnung von der Elektrik habe ich definitiv nicht vergessen. Ich habe auch schon eine Elektroinstallateurlehre angefangen. Jahrelanges Elektrobasteln auch mit. Dann durch die Kfz-Elektrik einiges an Ahnung. Ja, also keine Panik. Das wird alles 100 pro safe am Schluss sein. Letztes Kabel, dann kann ich die Box raustun. Aber Leute, schaut mal, was ich gerade gesehen habe. Der Eumel hier ist schon leicht angekokelt. Ich vermute, da hat, naja, jemand anders schon böse Murks gebaut gehabt. Ganz komisch. Ganz, ganz komisch. Jo, Tränen. Also eigentlich sollte ich ja schon fast wirklich die 16 Quadratkabel hochziehen. Nee, das muss ich heute noch nicht. Das mache ich heute noch nicht. Das kommt alles erst noch. Das kommt alles noch. Aber Chor! Du kannst deine gewünschte Kiste abholen. Oder ich bringe sie irgendwann mal mit. Ja, Chor hat zuallererst geschrieben, er möchte die Kiste haben. Chor kriegt sie. Ja, gut. Dann werde ich hier jetzt die neuen Batterieklemmen hinmachen. Ich weiß gar nicht, warum ich die kleine Batterie gekauft habe. Ich hätte eigentlich die Kiste gleich ausschmeißen sollen und gleich zwei große kaufen. Naja, egal. Jetzt ist es so, ich mache jetzt mal die Batterieklemmen hin. Und dann kann ich das Ding wieder anklemmen. Ja, und den restlichen Mist vorläufig. Also was jetzt passiert, ist alles vorläufig. Das wird alles noch gescheit gemacht.
Jo, und dann kann ich nach oben gehen. Und nachher wird dann noch ordentlich gleich neue Kabel reingezogen für den anderen Wandler und der wird außen festgemacht. Und das Bett muss ich auch noch irgendwie dann einzimmern. Das kriege ich schon schöner. Früher waren diese Zangen ja noch sacketeuer. Heute kriegt man sie für ein Apfel und ein Ei. eBay oder Amazon. Tja Leute, ich mache hier jetzt die Verbindungskabel für Plus und Minus. Wir schalten die ja parallel, nicht in Reihe, weil sonst hätten wir 24 Volt. Und das mache ich jetzt zuallererst. Und dann wird der Rest wieder angeklemmt. Ja, an die Dinger da hinten muss ich dann auch noch Kabelschuhe hinkrimpen. Aber das kriege ich heute auch noch fertig. So, liebe Leute, ich habe jetzt einmal die Batterien verbunden. Parallel, wie gesagt, nicht in Reihe. Plus, Minus zu Minus, Plus zu Plus. So, dass wir im Endeffekt immer noch 12 Volt drauf haben. Ja, das messe ich jetzt sicherheitshalber nochmal nach, ob ich blöd bin oder nicht. So, zum Demonstrieren. 12 Volt auf einer Batterie, dann gehe ich hier Masse auf die andere und es bleibt dabei. Wunderbar, passt. Ja, Plus ist schon angeschlossen, was nach oben geht. Minus warte ich noch, bis ich oben alles soweit fertig habe. Und hier sind natürlich die anderen nachher auch noch anzuklemmen. Da habe ich hier noch so Kabelschuhe drin und irgendwo müsste ich noch meine anderen rumliegen haben. So Leute, hier oben bin ich jetzt quasi fertig. Die eine Leitung fehlt komplett. Plus Minus Solarpanel und Batterie. Batterie geht direkt von denen hier und unten durch. Und Solarpanel kommt von oben, geht durch, geht oben in den Sicherungsblock rein. Und sobald ich einschalte, sollte hier dann zum Sehen sein. Aber man muss ja zuerst die Batterie bei diesen Ladereglern zuerst einmal anklemmen. Und da fehlt noch eine Schraube und die mache ich noch schnell. Und dann gucken wir mal nach, ob es funktioniert. Ich hoffe, draußen ist noch hell genug, dass das Ding was anzeigt. Ja, alles vorläufig. So, die Kämelchen, ich nenne es jetzt wirklich Kämelchen, sind angeschlossen. Und Batterie zeigt 13 Volt an und ja, Solarpanel haut Strom rein. Und den hier brauchen wir eh nicht mehr. Der fällt komplett weg. Ich weiß gar nicht, was dieser Licht- oder Kraftausgang oder was weiß ich, was das auch war. Ach, braucht man nicht. Überflüssig. Jo, das funktioniert jetzt alles soweit. Schraube ich hier oben gleich zu. Und dann muss ich noch da unten jetzt erst einmal die Kabel vorläufig anschließen. Und dann kann ich mich noch mit der Platte abspielen, wie ich die da mache. Aber das ist jetzt heute nicht unbedingt ein Muss. Doch, das ist ein Muss. Weil ich muss erst die Platte reinwuchten, wächst den Haltern links, rechts. Die werden von außen geschraubt, damit ich das Ding außen hinschrauben kann. Boah, ist das kompliziert. Oh, und es dauert wieder alles länger, als man gedacht hat. 16:30 wir schon wieder. Oh, naja, egal. Weiter geht's. Also, jetzt da unten bloß, was rausgeht, bloß die zwei Kabel angeschlossen fürs Licht, plus minus. Geht's wieder. Das zweite Kabel ist für den Lüfter da oben, den brauche ich im Moment noch nicht oder gar nicht oder keine Ahnung. Lasse ich momentan noch weg. Da ärgere ich mich heute nicht mehr rum mit den Krimpen. Zumal ich auch meine normalen Krimpzangen gar nicht da habe. Mann. Und das dritte Kabel ist wahrscheinlich da hinten für den Fernseher gewesen. 12 Volt brauche ich jetzt auch nicht, lasse ich auch mal weg. Tja, dann kann ich mich mit dem Brett abspielen. Wie ich das dann reinmache, wie ich das positioniere, dass ich noch an die Batterien hinkomme, etc. pp. Da muss ich mir jetzt aber erstmal Gedanken machen, nachdem ich meinen Kratzen verschweißt habe. So Leute, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal gefilmt habe. Das Brett ist soweit drin.
kann ich jederzeit die zwei Schrauben lösen und wieder rausziehen, wenn ich die Tür weggeschraubt habe, schnell. Ja, macht vielleicht auch Sinn. Auf dieses Bett kommen dann eben die ganzen Sachen noch mit drauf. Und der Eumel ist hier auch dran und ich mache hier jetzt diese dicken, fetten Ösen dran. Tu die gescheit mit der Zange verkrempen und dann kann ich den Wandler auch noch anklemmen. So, also mit den dicken 25ern angeschlossen. Unten bin ich da schön reingegangen. Jetzt bin ich ja gespannt, ob das Ding irgendwie funktioniert. Ah. Okay. Ladespannung ist keine mehr da, ist ja klar. Dann stecken wir mal hier jetzt einmal die Lampe rein. Jawohl. Also wächst ein, zwei Leuchten. Geht da der Ventihui noch nicht an. Der geht erst an, wenn hier ein bisschen Belastung drauf kommt. Gut. Ah, ja. Hier werde ich dann noch eine Doppelsteckdose wieder anstecken. Die kommt hierher. Irgendwie sowas in der Richtung. So, ich bloß noch nicht, ob ich die Türchen. Nee. Wie schwer muss denn? Oh. Oh. Kurz vor 6. Ah ja, die Türchen hänge ich jetzt noch schnell ein und dann mache ich hier Feierabend. So einfach ist das. Die sind ja schnell wieder draußen, sind ja bloß zwei Schräuble. Geil ist auch, ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Das Teil zeigt auch an, wie viel Watt gezogen werden. Mit der Lampe waren es knapp 60 Watt vorher gerade, habe ich ausprobiert. Das ist jetzt eigentlich nur das Ladegerät. Ja, mache ich aus, ist gar nichts mehr. Doch, gefällt mir recht gut. Tja, Freunde, das war's dann mit diesem Video hier für heute. Weil Kaffee leer, Strunz. Den anderen Laderegler. Den Batteriewächter, den brauche ich ja für die anderen Verbraucher. Wie gesagt, über Adapter und hau mich tot könnte man das Ding auch noch abschalten. Aber hat eine Abschaltautomatik. Deswegen braucht man das nicht. Und mein Sicherungskästchen kommt dann da unten auf das Brett. Bloß wann, das weiß ich noch nicht. Hier oben kommt auf alle Fälle nochmal so ein zweiter Sicherungsblock hier rein. Und ich bin echt noch am Überlegen. Ich habe es ja schon da gehabt. Chor, klatsch da jetzt bitte nicht dein Badelatschen, dein Jesuslatschen am Kopf. Aber ich bin echt am Überlegen, ob ich mir noch einen Batteriewächter organisiere, wo man hier dann, ja, wo man halt dann ein paar Daten ablesen kann, direkt. Nicht unbedingt über App. Über App kann ich das dann alles ablesen, aber so ein Teil da dran, ja, wäre nicht schlecht. Gut. Und ja, und bevor ich die auch da oben hin mache, brauche ich erst noch mal ein paar Meter von dem 16 Quadrat. Aber wie gesagt, ohne das 16 Quadrat klemme ich dann den neuen Laderegler nicht an. Ja, gut. In dem Sinne sage ich jetzt mal Tschaikowski, Leute. Bis zum nächsten Mal. Wenn das Video gefallen hat,
Elektrochaos, Däumchen nach oben, nettes Kommentar, Abo und naja, das Übliche. Ich fahre jetzt nach Hause. Ciao. Noch was zum Lachen zum Schluss. Hüsnia. Scheiße, ich glaube, ich habe die Schublade festgeschraubt. Ja, muss ich halt da kürzere Schrauben oben reinmachen. Verdammte Axt.